Hallo und willkommen zu einem neuen Produkttest-Video. Hier habe ich wieder mal ein sehr interessantes Produkt von der Firma 3M. Und zwar handelt es sich hierbei um ein PVC, weiches PVC-Klebeband vom Typ 471F. Dieses Klebeband gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir hier einfach mal das Starter-Set 5S geordert. Hier in diesem Starter-Set seht ihr 6 verschiedene Farben, sowie natürlich auch 2 Gefahrenstellen, Markierungsklebebänder. Dieses Klebeband möchte ich mir einfach mal in diesem Video mit euch näher anschauen und natürlich auch nochmal auf Herz und Nieren testen. Des Weiteren gibt es am Ende dieses Videos noch einen kleinen Bonus, also dranbleiben lohnt sich. Schauen wir aber als erstes mal in das Starter-Set hinein, was ich hier bekommen habe. Und zwar sehen wir hier, wir haben hier mehrere Farben, inklusive natürlich auch mein Favorit hier, diese beiden Markierungsvarianten. Hiermit können wir schön unsere Werkzeuge, unseren Fußboden markieren. Und hier dieses Band möchte ich auch mal mit euch näher anschauen, denn das ist eigentlich mein Favorit. Ich markiere nämlich auch ganz gerne meine Werkzeuge sowie natürlich auch meine Fußböden, meine Schränke mit derartigen Bändern oder auch im Kellerräumen, zum Beispiel irgendwelche vorstehenden Simse oder irgendwelche Balken, die von der Decke herunterhängen, damit man das natürlich besser sehen kann. Wir machen jetzt einfach mal hier eine von diesen Rollen auf. Und hier setzen wir gleich dieses 3M Vinylband in die Konkurrenz zu dem Band, was ich die ganze Zeit verwendet habe, nämlich dieses klassische Paketklebeband, was es auch in verschiedenen Farben gibt. Dieses Band habe ich nun schon mehrmals eingesetzt. Hier muss ich aber leider sagen, das ist keine dauerhafte Geschichte, dieses Standardpaketband. Wenn man dieses aufbringt, besonders im Außenbereich, ist das ganz schnell hinüber. Auch fettsäurebeständig oder ähnliches ist dieses Band nicht. Und richtig interessant wird es, wenn man dieses Band hier entfernen will. Das geht nämlich nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr ab. Das alles soll jetzt hier mit diesem 3M Vinylklebeband deutlich besser werden. Wir ziehen einfach mal ein Stück von diesem Klebeband ab. Und hier merkt man schon, es ist ein sehr, sehr dickes Klebeband und auch ein sehr, sehr stabiles Klebeband. Dasselbe machen wir jetzt nochmal hier mit dem günstigeren, was ich sonst immer verwendet habe. Hier sehen wir, hier handelt es sich eher um eine Art dünne Folie und wir sehen auch gleich beim Abziehen ist Folgendes passiert, das was mir eigentlich immer passiert, es verknüttelt sehr schnell und wir können es kaum noch vernünftig auftragen. Hier haben wir aber ein reines Vinylklebeband, wir sehen auch, es zieht sich schön ab und auch dieses Verknuddeln scheint hier überhaupt nicht vorzukommen. So, was ist der Vorteil dieses Vinylklebebands? Der erste Hauptvorteil ist natürlich, wir haben hier, wir sehen es an der Oberfläche, eine Oberfläche aus Kunststoff, PVC. Und diese Oberfläche ist aus einem Stück. Das heißt, hier haben wir nichts auflackiert oder ähnliches. Hier haben wir eine richtige dicke Kunststoffschicht. Dieser gibt uns natürlich einen großen Vorteil bei Abrieb oder bei Abnutzung. Wir können das einfach mal testen, indem wir hier einfach 2 Klebebänder mal nebeneinander kleben. Ich nehme jetzt hierfür einfach mal diese normale Holzplatte und mache die jetzt gar nicht mal so groß sauber. Es ist also noch ziemlich staubig. Wir nehmen hier etwas Vinylklebeband und kleben hier daneben gleich das Standard-Paketklebeband. Und hier sehen wir auch gleich wieder, geht die Scheiße los. Eine kleine Beschädigung an diesem Band und es reißt einfach überall ab und dann kriegt man es nicht mehr auf und es lässt sich wirklich nicht schön verarbeiten. Nichtsdestotrotz nehmen wir es einfach mal. Oh wei. Und kleben das jetzt hier einfach mal drunter. Wir kleben es auf dieselbe Oberfläche. Und hier seht ihr gleich, tja, es klebt nicht. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt einfach mal die beiden Bänder nebeneinander geklebt. Und wir schauen uns mal den Abrieb dieser beiden Materialien an. Beginnen wir mal mit mechanischem Abtrieb. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein Schwämmchen und wir gehen hier über das 3M-Produkt. Da es sich hierbei um eine Vinyloberfläche handelt, also eine PVC-Oberfläche, können wir diese abschleifen und trotz alledem bleibt unsere Farbe erhalten. Dasselbe schauen wir uns nochmal bei dem Standardklebeband an.
Hier sehen wir ganz schnell, hier löst sich die Oberfläche sofort auf und wir sind sofort durchgeschliffen. Des Weiteren klebt es auch sehr, sehr schlecht. Dann möchte ich ja derartige Markierungsklebebänder in meiner Werkstatt einsetzen oder eventuell auch an Maschinen einsetzen. Hier stellt sich dann die Frage, wie verhält sich dieses Band in Verbindung mit Öl? Hier sehen wir, bei dem konventionellen Band löst sich sofort der Kleber und alles auf. Und auch hier die Oberfläche wird stark angegriffen. Hier oben passiert eigentlich gar nichts. So, dann fahren wir nochmal etwas stärkere Geschütze auf. Und zwar Nitro-Universalverdünnung. Das ist eigentlich ein Stoff, den sollte man hier eigentlich gar nicht aufbringen. Aber wir testen auch das mal. Wir lassen das jetzt einfach mal so ein, zwei Minütchen stehen. So, jetzt sind hier ungefähr 60 Sekunden vergangen und wir schauen mal, wie die Oberfläche das verkraftet hat. Wir sehen, das Standardklebeband hat sich eigentlich komplett aufgelöst. Hier ist überhaupt nichts mehr da. Die Farbe löst sich komplett ab. Und hier das 3M-Klebeband schlägt sich hier ziemlich wacker. Ich möchte immer noch mal darauf hinweisen, es handelt sich hierbei um Nitroverdünnung, also eines der aggressivsten Stoffe, die man hier überhaupt aufbringen kann. Und auch das scheint das Band relativ gut wegzustecken im Vergleich zu dem Standardband. So, dann kommen wir zum Haupteinsatzgebiet und zwar hier auf Fußböden. Dieses Klebeband wird sehr gerne zum Markieren von Flächen auf Fußböden verwendet. Ich möchte einfach mal das Band hier aufbringen. Und ich versuche jetzt einfach mal das Band hier an dieser Fuge so schnell und so genau wie möglich zu verkleben. Das heißt, wir bringen es einfach hier an und rollen es direkt von der Rolle ab. Wir können jetzt das auch einfach mal weiterführen und hier quasi eine größere Fläche abkleben oder ein Quadrat abkleben. Das Band lässt sich auch hervorragend reißen. Und auch sehr gut schneiden. Dasselbe versuche ich jetzt hier daneben nochmal mit dem konventionellen Band. Und hier seht ihr gleich, hier liegen Welten zwischen den beiden Produkten. Hier wäre das 3M-Produkt und hier das konventionelle Produkt. Wir sehen, bei dem 3M-Produkt konnte ich hier schön diese Kanten abschneiden und natürlich auch die Rückstände sofort restlos entfernen. Hier bei dem Standardklebeband seht ihr überall Probleme, überall hat es nicht funktioniert mit dem Schneiden. Und noch viel schlimmer, habe ich die Klebebänder übereinander geklebt, kleben sie so stark aufeinander, dass ich sie überhaupt nicht mehr voneinander entfernen kann, ohne das darunterliegende Klebeband zu beschädigen. Kommen wir nochmal zu einem kleinen Benutzungstest.
Und hier seht ihr auch schnell etwas hier mit dem Schuh drauf rumgerieben und wir haben das günstige oder das Standardband gleich komplett beschädigt. Und hier das 3M-Band ist nahezu unversehrt, einfach nur ein bisschen verschmutzt. Und dann für mich natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, was passiert, wenn ich dieses Band mal wieder loswerden will? Also entfernen wir einfach mal diese beiden Klebebänder. Hier gehen wir einfach unter eine bestimmte Ecke, heben diese an. Und in wenigen Sekunden ist das Band rückstandslos entfernt. Dasselbe jetzt hier mit dem konventionellen Klebeband. Gerade hier bei den verwendeten Stellen, also hier, wo wir den Abrieb haben, habe ich kaum noch eine Chance, das Klebeband ohne Probleme rückstandslos zu entfernen. So, und hier können wir uns noch mal näher alles anschauen. Hier auf dieser Seite war das 3M-Produkt. Hier habe ich es rückstandslos entfernen können. Und hier das konventionelle Produkt. Wir sehen, wir haben immer noch überall hier so Verfärbungen, so Klebstoffrückstände. Und da war eigentlich kein restloses Entfernen möglich. Wir sehen hier auch an den Resten, welches Klebeband hier hochwertiger ist. Dieses ist hier zum Beispiel von dem 3M-Klebeband übrig geblieben. Und das hier nennen wir es einfach mal von dem konventionellen Paketklebeband. Zu guter Letzt noch mal einen kleinen Belastungstest. Hier haben wir das 3M-Produkt, hier ein normales Klebeband und hier eine 25 Kilo, 50 Pfund Stahlkugel. Zuerst das normale Klebeband. Jetzt das 3M Vinyl PVC Klebeband. So, und das war es damit auch schon zu dem kleinen Test zu dem Vinylklebeband von 3M. Allerdings hatte ich euch noch einen kleinen Bonus versprochen. In meinem 3M-Paket hat hier dieses noch drin gelegen. Und zwar hier eine Rolle Dual Lock von 3M. Dieses ist ein Klettklebeband mit sehr hoher Haltbarkeit. Und dieses möchte ich jetzt hier verlosen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, dieses Klettklebeband, einige meiner Aufkleber und einen meiner Zollstöcke hier abzugreifen. So stellt sich jetzt noch die Frage, wie kommt ihr an dieses kleine Paket von mir? Ganz einfach, ihr beantwortet mir folgende Frage. Wie schwer war die Stahlkugel, mit der ich die Klebebänder getestet habe? Diese Antwort in Kilo oder Pfund schreibt ihr mir unten in die Kommentare. Und wichtig, bevor ihr das noch macht, lest ihr bitte unten in der Videobeschreibung die Bedingungen hierfür durch, denn es ist ja eine kleine Verlosung, also muss ich hier auch einige Bedingungen einhalten. Lest einfach die Bedingungen durch, stimmt bitte den Bedingungen in den Kommentaren zu und beantwortet meine Frage, wie schwer war die Stahlkugel, mit der ich die Klebebänder getestet habe. Das Ganze macht ihr bis zum Einsendeschluss, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und dann lose ich hier unter den Teilnehmern dieses kleine Set aus.
So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses Starter-Set habe ich kostenlos zum Testen und Ausprobieren von 3M zur Verfügung gestellt bekommen. Link zu dem Produkt natürlich oder zu allen Produkten, die ich hier im Video gezeigt habe, natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.